Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield-Video hier auf meinem Kanal. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit euch über Battlefield 2042 reden. Und zwar gibt es hier auf der EA-Seite, könnt ihr auch selber nachlesen, einige neue Funktionen, und ich werde einige Funktionen mit euch durchgehen. Und wir sehen uns direkt nach dem Intro. Bis gleich. Wenn man auf der Seite direkt am Anfang drauf schaut, kann man sehen, dass sie jetzt die Anzahl der Spieler erweitert haben, und ich lese euch mal einen kurzen Abschnitt davon vor. Battlefield ist größer denn je. Dank der Power der neuen Konsolengeneration und der neuesten PC-Hardware, unterstützt auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 und PC jedes Spiel bis zu 128 Spieler. Auf der Xbox One und PlayStation 4 werden die Karten und Modi für 64 Spieler optimiert. Das heißt, ihr werdet nur auf den Next-Gen-Konsolen und halt mit den, sagen wir mal, besseren PCs, mit den guten Hardwares 128 Spieler möglich sein, und mit den alten oder mit der alten Generation nur 64. Und dann gibt es natürlich 7 Karten am Anfang des Games, und hier haben sie darüber geredet, dass praktisch Bots hinzukommen. Neu ist auch die Einführung von KL-Soldaten, künstliche Intelligenz, also die Bots, in die Reihe. Da Battlefield 2042 ein reiner Multiplayer-Titel ist, war es für uns wichtig, dass ihr jederzeit nach euren Vorstellungen spielen könnt. Und so sieht das ganze Ausmaß des Krieges in den Modi Eroberung und Durchbruch aus. Da habt ihr das praktisch aufgelistet. Und außerdem erwartet euch in Battlefield 2042 noch 2 weitere einzigartige Multiplayer-Ergebnisse an einem Modus, den wir bei EA Play Live am 22. Juli präsentieren werden. Das könnt ihr euch auf jeden Fall aufschreiben. Da wird live praktisch gezeigt oder noch ein Modi gezeigt. Und hier geht es um die Spezialisten. Primärwaffe, Ausrüstung, Sekundärwaffe, Wurfobjekt wie Splitter oder Blendgranaten, so wie gewohnt. Dann kommen halt noch diese Fähigkeiten dazu. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne oben in der Infobox, ich werde es euch verlinken, einfach mal draufklicken, dann könnt ihr mal sehen, ich habe euch ein kleines Video über die Spezialisten gemacht. Und ja, wie gesagt, es werden 10 Spezialisten sein, die man spielen kann. Bis jetzt sind es halt nur 4, und jeder hat halt sein, beziehungsweise 10 Charaktere und ja, mit Spezialfähigkeiten, so rum war das. Da hat man hier zum Beispiel den Sturmsoldaten McKay, dann den Aufklärer, dieser Casper, Versorger Falk, und dann natürlich noch Pionier, ja, der Boris. Die sind halt jetzt bis jetzt bekannt. Dann die 7 Maps, und dann gibt es natürlich auch neue Fahrzeuge, neue Waffen, und was natürlich auch noch dazu gekommen ist, dass praktisch es ja, interaktive Ereignisse mitten im Game passieren können auf einige Maps, oder ich weiß nicht, ob das ein bestimmter Spielmodi ist, wo das dann passiert. Ihr könnt es ja hier sehen, hier ist praktisch so ein, sagen wir mal, ein Tornado, der hier alles mitnimmt. Dann gibt es auf der anderen Map praktisch so ein Tor, wo runterfällt, und ja, das könnt ihr euch alles im Original-Trailer und im Gameplay angucken von Battlefield, entweder auf der YouTube-Seite oder hier halt auf der EA-Seite, da gibt es die Trailer, die offiziellen. Und ja, das ist das, was ich angesprochen habe mit der Waffe. Da kann man praktisch einfach die Aufsätze und Visiere mitten im Game wechseln, und das ist einfach krass, weil je nach Spielsituation könntet ihr doch vielleicht einen Aufsatz brauchen oder ein Visier, und dann ist es natürlich auch sehr gut. Oder wenn es gerade irgendwie brenzlig ist und da sind so viele und ihr braucht unbedingt einen Schalldämpfer, macht ihr euch einfach kurz einen Schalldämpfer drauf und fertig. Ja, hier sind die aufgelistet. Dann die Gadgets, wo ich gesagt habe, mit dem Enterhaken und mit dem ja, mit dem Geschütz, mit diesem laufenden Geschütz, ja, und oder die Aufklärungsdrohne, je nachdem halt, was ihr habt. Und ja, so im Großen und Ganzen, neue Waffen, neue Karten, neue Spielmodis, Spezialisten zu den Charakteren, jeder hat eigene Gadgets, und ja, die Modifikation, interaktive Maps, also das ist wirklich auch, die haben sich auch ein bisschen was überlegt und sind nicht, klar, die sind ihrer Linie treu geblieben, das ist immer noch das alte Battlefield, aber halt, die haben jetzt einfach neue Sachen hinzugefügt und die haben sich was getraut, und ja, das muss man denen auf jeden Fall lassen. Vom Grafischen her
kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, das Next Gen auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, wie es dann auf der PlayStation 5 laufen wird. Da bin ich echt mal gespannt. Und ja, ansonsten, das war jetzt alles zu den News, die ich euch mitteilen wollte. Wie gesagt, ihr könnt es auch alles selber nachlesen und ja, ein bisschen auch danach schauen. Vielleicht interessiert euch irgendwie was anderes, dann könnt ihr vielleicht auf der Seite hier, gibt es ja genug zum Nachlesen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat, und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Battlefield 2042. Peace.